So, Aufnahme ist on. Mal gucken, wo wir hinwollen. Achso, erstmal. Hallo, herzlich willkommen. Hillbilly, Argumon, wir sind alle am Start. Hallo. Ey, wollen wir mal hier oben hin? Also relativ spät raus. Ja. Kann man machen. Muss halt Glück haben, wie die Zone liegt, wenn das oben aufsteht. Naja, wir haben ja relativ viel Zeit beim Laufen, ne? Ja. Weil ihr habt mal oberes sehr gut geflutet und dann halt oben weg verreckt. Ja, hast du nicht runtergeschafft? Nee, weil halt die Zone dann so weiter. Okay. Sprung ist doch ein bisschen weit, ne? Aber das sollten wir schaffen, wenn wir. Pass auf, wenn wir so ungefähr in diesem Bereich hier abspringen. Ja. Und dann rüber, einfach nur relativ gerade rüber. Also in 3, 2, 1, ich würde jetzt springen. Guck mal, da fliegen auch andere hin. Wir sind da nicht alleine mit. Die gehen Shooting Range wahrscheinlich. Davor. Ich habe jetzt einfach schon mal den ausgelöst. Wir sind ja schon drüber. Ihr seid schon so weit? Drüber? Ja, über der Shooting Range, meine ich. So, ja. Gut. Alex hat. Bist du schon am Fallschirm? Ja, ich habe schon Fallschirm. So, weil ich dachte. Ohne Fallschirm, ich bin da. Echt? Das hätte. Oh, scheiße. Ja, gut, okay. Siehst du? Aber es ist kein anderer da, ne? Nee. Ist ja nicht, ne? Shooting Range halt. Doch. Einer kommt hier in die Richtung noch. Ich? Nee, ein anderer. Nee, ich sehe es rechts von mir. Rechts von mir unten. Rechts von mir. Ja. Aber da sind. Mir auch. Da zwei Stück bei mir direkt. Sind zwei, drei Leute. Ja. Kommt halt jetzt so vor, wo ihr runtergeht. Okay, pass auf, dann gehe ich ein bisschen weiter nach links rüber. Da war keiner. Hier ist ein Gebäude und dann komme ich zu euch. Gut, war, hätte ich eher so machen sollen wie du, Argo, ne? Die ganze Zeit fliegen. Aber so weit sind wir vom äußeren Kranz gar nicht entfernt, ist so alles gut. Ich hab's halt einfach probiert. Mach's selten vorher auf. Hey, hier ist irgendwo noch mehr, ne? Ja, ich hab schon zwei gesehen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die neuen Grafikeinstellungen echt was bringen. Also ich habe hier meine 144 FPS, ne? Gerade. Schieß mit der Schrillflinte über die halbe Straße. Ist bei mir ziemlich laut, ich weiß auch nicht warum. Du bist relativ leise, bei Argo geht's jetzt mit dem Headset, muss ich sagen. Ja, weil das wirklich einen riesen Unterschied hat. Ja, ja, du klingst wieder echt gut. Also für deine fiese Stimme, mit den bösen Worten des bösen Hillbillys zu sagen. Ja, das Ding hat noch nachgeladen. Ich bin tot. Bist du schon hin? Scheiße. Ja. Nein, er hat keine Munition mehr! Yo! Hä, du kannst im Hocken jetzt perfekt schlagen? Was heißt denn perfekt schlagen? Ja, wenn du in der Hocke bist, kannst du komplett schlagen. Normalerweise musstest du dabei immer aufstehen. Alter, mach doch mal hier die scheiß Tür auf. Oh, ich hab mein Handy-Sound noch an, merke ich gerade. Turnasser. Auf rein, der Hilly. Rein da. Hä, habe ich nicht die Waffe gewechselt? Was soll denn die Scheiße? So. Jetzt wo ist der Schwanz, wo auf mich schießt. Ich versuch zu euch zu kommen. Ich sehe ihn nicht, weil kommt. Oh, warte, hier ist noch was. Keine Waffen. Seid ihr weit weg? Ah, die stehen bei mir vom Haus. Granate. Ich komme. Ja. Kann ich nicht anders tun. Sind drei sogar. Ja, die hole ich mir jetzt mit dem Revolver, gar kein Problem. Ja, scheiße, macht's Sinn, da hinzulaufen oder lieber? Wir spielen ja im Squad. Das hab ich ganz vergessen. Was? Dass wir im Squad spielen und dass mindestens dass maximal vier Spieler sein können. Warum haben sie denn gerade niedergeschossen? Wir haben sie gerade einen von ihrem eigenen Team niedergeschossen? Oh, ich hör's gerade, ihr ballert's. Das sind verschiedene Teams. Oh, ich sag euch aber, das mit der Skalierung, ne? Diese eklige Grafik gerade, das gefällt mir gar nicht. So, rechts vorne.
Da, genau. Hier drinnen, ne? Da war ich drin, ja. Ey, die haben dich auch nur getötet und alles liegen lassen, ne? Ne, meine Leiche Ach, ist der den rum. Alex, den Handy getötet hat. Achso, Ich bin okay. nochmal raus, weil ich dachte, die schmeißt er drauf, weil ich geht. Alter, eine AKM. Ja, das ist meine. Kurz nachladen. Aber AKM wäre jetzt hier das Sinnvollste, ne? Mit dem Schießen erstmal. Ja, wer soll jetzt auf Auto kann, wenn er in den Nahkampf muss. Aber ich habe keine Visierung, das ist ein bisschen kacke. Da der sofort umgefallen ist. Ja, hat kein Team mit mehr. Nee. Aber hier, Rotpunkt Visier. Ja, guck, die, wo Jordan schießt, die macht er. Den hast du nicht mal angeschossen. Was? Den hast du doch gar nicht angeschossen. Heil ruhig. Natürlich. Du hast nur einen einzigen getötet, mein Head. Aber das war ja witzig, warum stand der hier noch, der Idiot? War am Looten, hat auf nichts geachtet. Na gut, ich muss ein bisschen Weg machen. Laufe ich jetzt erstmal. Kann ich hier auch beim Laufen so. Ne, kann ich hier nicht, ne? Griffe anbauen und so ein Scheiß. Doch. Ich weiß es nicht. Ist einfach nur weiterlaufen und dann ran. Ja, okay, guck ich mal. Was habe ich denn hier? Achso, das ist ein MP, AR oder SR. Das bringt mir ja gar nichts für meine Waffen hier. Deswegen, ich wundere mich gerade, warum das nicht geht. Alter, ich muss auch hier beim Laufen mal die Grafik. Ey, das geht gar nicht. Grafik, ruft einfach, wenn was passiert. Schnell 100. Anwenden. Okay. Oh, einfach ein sauberes Bild und an den FPS hat sich eh nichts geändert. Das ist sowieso bei dem Spiel so, egal was ich einstelle, ob Ultra oder Medium oder irgendwas, scheiß drauf. Es ändert nichts an den FPS. Nur ich verstehe es nicht, Billy. Von der Hardware her sind wir beide doch relativ gleich. Oder nicht? Du hast eine 980, ne? Ja. So, ich hab eine 1070. GTX. Ja. So, ich glaube. Meinst, hast du nicht auch ein i7? Ja, aber ein 6700. Ja, ich glaube, das ist echt der Unterschied. Ich weiß noch nicht, ob ich für mein Motherboard einfach da ein 6700er oder irgendwie sowas draufknallen kann. Oder ob ich ein komplett neues Motherboard brauche. Ich wollte nämlich bald mal wieder aufrüsten, Prozessor und Motherboard. Und den hier noch verkaufen. Weil ich glaube, dass mein 4770 so langsam echt mal Kack sagt. Also ich meine, klar, ich kann hier immer noch mit 100 FPS spielen. Das ist ja Bombe, keine Frage. Ja, also ehrlich, wäre jetzt ein paar hin und her, den Motherboard. Ja, mir geht's aber um die Aufnahme. Ne? Und dass ich da weniger Ruck. Ja, genau, ich nehme auf und ich will keine Ruckler drin haben. Das ist halt eine Sache, die mich nervt. Und aber ich glaube, die Ruckler kommen in dem Spiel eher noch von der Bilderrate, vom Aufbau vom Internet. Meinst du? Meinst du, ich habe, also so wie bei DayZ? Ja. Ist ja Open World ein Riesending. Soll das eine Anspielung auf Alex seine Kackleitung sein? Ja, ja, das war eine Anspielung. Aber die Anspielung kann er ja ruhig bringen, das ist ja gar kein Problem. Hat aber damit nichts zu tun. Ende. Ne, da wäre ich mir nicht sicher, Argo. Bei DayZ war das so, die mit der besseren Leitung hatten mehr FPS, ist kein Scheiß. Und umso mehr Leute auf dem Server waren, umso schlechter waren die FPS. Das war immer so, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie oft auf dem Server sind das immer so. Ich weiß aber nicht, wie es hier ist, wie das ab, weißt, wie er das ab, abfängt oder wie er das liest. Ob das jetzt auch konstante ist, ja, von ja. Der Map her und einfach bloß die Figuren extra berechnet werden immer auf dem Ding. Oh, hier habe ich auch keinen Plan von. Oder ob er die ganze Umgebung mit einmal mit einberechnet. Das weiß ich halt. Aber ich denke schon, dadurch, dass halt die Drehungen machen kann. Ey, ganz kurz, ist das unser Flugzeug? Nee, ne? Das liegt hier immer, ja? Das liegt immer da rum. Oh. Holographisch ist wenigstens etwas hier für die andere Waffe mal.
Können wir, sehr gut. Ich habe ja noch ein paar Meter vor mir. Ja, aber ich weiß, ich check es halt nicht. Trotzdem denke ich, dass mein Prozessor eigentlich ausreichen müsste für den ganzen Scheiß, ne? Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch mit der Aufnahme, keine Frage. Ich könnte natürlich auch einfach mit dem Aufnahme-PC arbeiten, dass ich mir einfach einen kleinen Aufnahme-PC hier rechts daneben stelle und das über HDMI da reinschleuse, ne? Dann wäre eh alles egal, dann könnte ich einfach so spielen, wie ich möchte, müsste nur 60 FPS davon abgreifen und ich hätte keinen Einfluss auf meinen Rechner. So, aber müsste halt natürlich einen zweiten Rechner laufen lassen. Oder halt, was neuerdings halt wirklich gut geht, ist mit sogar mit Tablets. Du kannst mit Tablets relativ gut aufzeichnen. Tablets, OBS drauf, fertig. Da hast du einen Streaming-Aufnahmerechner. Ist echt der Wahnsinn. Weißt du, brauchst nur so ein Tablet mit USB-Schnittstelle, wo du einfach mit so einem, weiß ich nicht, wie heißen die, diese S60 von Elgato, schließt da halt an. Mhm, ja. Aber ist halt das Tablet eigentlich sinnvoller. Ja, natürlich. Klar ist das sinnvoller. Weil so ein Rechner, der kostet halt viel Strom mit. Ja, das hast du beim Tablet nicht, ne? Ja. Sehe ich genauso. 12 Volt Steckerle. Wo war? Ah, hier vollautomatisch, alles klar. Oh, Medico. War da gerade was? Was hat denn das Update jetzt gerade gebracht? Welches Update? Na, es war doch jetzt ein 400 MB Update oder so hier bei dem Game. Hab ich auch? Mal Bugfixes. Meinst du Bugfixes? Ja. Okay. Das kann ich nicht hier verwenden, ne? Nee, beim Revolver, das geht nicht. Updates sind, wenn dann mindestens 4 GB groß. Ja, die Hauptupdates, ne? Mhm. Ah, Zweifachsucher, immerhin etwas. Kann ich die hier? Ah, die kann ich da oder da, dann kommt's hier rein. Aber das ist halt wie Armor oder wie DayZ, du kannst halt viel glitchen in dem Spiel. Was kannst du? Glitchen. Da bin ich noch nicht so drinne, du. Ja, ich kann das auch nicht, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Inwiefern glitschen? Ah, das ist halt durch den drückst oder so. Ach, sowas meinst du? Ah, okay. Es war ja bei Arma immer so, wenn du an die Wand noch gelehnt hast, dass du dann direkt gesehen hast, was alles draußen ist. Oder bist du dann mit der gezogenen Waffe durch zu eine Tür oder so? Ja. Ja. Ich habe mir vor kurzem ein Speedrun angeguckt zu weiten Teilen von Dishonored. Und das ist so krass. Dishonored kann durchgespielt werden in noch nicht mal einer Stunde. Und wirkliche Spielzeit, die der Let's Player hat, beziehungsweise der Speedrunner hat, beträgt Pi mal Daumen 12 Minuten. Alles andere sind Zwischensequenzen, die nicht übersprungen werden können. Und der war halt zu Gast bei den Rocket Beans und hat halt gezeigt, worauf man achten muss, was wichtig ist beim Speedrun von Dishonored. Und zum Beispiel bei einer Zwischensequenz, die fast 5 Minuten lang dauert, muss man die ganzen 5 Minuten eine Taste drücken. Wenn man die wirklich die ganze Zeit drückt, dann kann man am Ende 0,34 Sekunden rausholen in dieser Sequenz. Ist das nicht verrückt? Und die machen das. Ja, aber das, sowas muss ja schon mal kommen. Ja. Da muss ja auch ganz, ganz langweilig sein dem Tag. Ja, ganz, ganz langweilig. Ja. Nee, ehrlich mal, ey, das ist so eine Sache, komme ich nicht drauf klar, weißt du, so richtig krasse Speedrunner, die dann, also, und die glitschen die ganze Zeit durch irgendwelche Türen, durch irgendwelche Wände und, das ist echt mega krass. Ich finde es so krass, euch verstehe ich relativ laut. Das Spiel ist an und für sich sehr leise. Ich muss da nochmal gucken, ob ich da vielleicht was in Windows verändert habe. Hast du das gerade eingestellt, wenn wir reden, dass es leiser wird? Nee, das habe ich aus, habe ich deaktiviert. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Wer sagte denn vor kurzem, dass er den Zweifachsucher so mega scheiße findet? Da kann man nicht weiter reinzoomen, ne? Wenn man... Mhm. Ja, hier sind hier so die Schnellbuggies, aber ich will nicht fahren. Ich glaube, ich brauche nicht fahren, ne? Macht keinen Sinn. Also ich lasse das auch, ich fahre auch nicht gern, weil da bist du ja offenes Ziel. Ja, aber was ich schon mal gern mache, wenn ich relativ früh ein Fahrzeug finde,
So in die ungefähr geschätzte Mitte des Gebietes reindüsen. Wenn du am Anfang schnell bist, dann kannst du das auch machen. Weil bis die alle erst einmal Sachen geludet haben und etc. Und wenn du da schon schnell drin bist, dann ist das auch okay. Ja. Aber die ganze Fahrerei ist mittlerweile dumm. Richtig. Ich gehe da lieber am Rand immer entlang und gehe mit der Wand mit. Ich habe mich gestern kaputt gelacht, da habe ich ein Chinesen-Video gesehen. Da waren welche, die haben, wie waren das? Die haben so illegales Teamplaying gemacht, ne? Da waren dann halt zwei Squads, die zusammen durch die Gegend gerannt sind und die hatten halt alle ein rotes T-Shirt an. Habt ihr das Video gesehen? Wo ein Typ sich dazwischen mogelt, auch mit einem roten T-Shirt, weil er es gefunden hat. Und dann mit diesem ganzen Team, also mit diesen zwei Viererteams, ach hier war ich doch drinne, mit den zwei Viererteams zieht er dann los und wartet nur darauf, dass die sich in so einem Haus verbücken. Und dann freuen die sich alle so total, dass keiner auf ihre Finte kommt, dass diese zwei Teams halt auf einem Server sind. Und dann sitzen die da so alle im Kreis und hüpfen immer hoch und freuen sich und so weiter. Und er schmeißt einfach eiskalt meine Granate in die Mitte und rennt raus. Das ist ein sehr, sehr lustiges Video gewesen. Nur weil die sich echt die ganze Zeit so tierisch kaputt gelacht haben und so, ja, alle voll die Idioten und so. Oh, links von mir. Ja, ich glaube echt, ich habe das Spiel zu leise gemacht und euch zu laut, aber... Ich glaube hier links... Das ist Richtung Hügel hoch. Ja, ja, ich renne erstmal voll auf die Mitte der Hügel. Weißt du, Höhenvorteil rausholen. Ja, ich glaube aber die gleiche Idee hat er auch. Ja, das war ein Auto. Ja, da kann ja trotzdem irgendwo aussteigen. Ja, gut, das stimmt. Das Spiel wird ja erst nächsten Monat, kommt es aus der Early Access Phase, ne? Das oh, nächsten Monat schon? Ja, im Oktober. Ach scheiße, nee, nächster Monat ist ja September, Entschuldigung. Wir haben ja noch nicht September, genau. Aber fast. Ja. Aber im Oktober kommt es aus dem Early Access. Mhm. Bin ich ja gespannt. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr, was sie da noch großartig hier jetzt verändern wollen. Ist ja. Nee, da kommen noch neue Maps. Ja, ja, gut, das weiß ich, ne? Da kommt eine Wüstenmap und noch irgendwas anderes. Schneemap. Schneemap? Ja, die wollten Maps reinmachen, die wollten das Climbing und das Diving noch reinmachen. Genau. Ja, stimmt, dass du klettern kannst, richtig. Ja. Also ich weiß halt die Wüste und die Schneemap, das hab ich so aufgeschnappt. Ich hatte jetzt bei meiner letzten Recherche, die sind nämlich auch auf der Gamescom, ne, die Entwickler. Und da haben sie gesagt, das ist eine Wüstenmap und das andere war eine, jetzt habe ich es vergessen. Also von der Schneemap haben sie nichts gesagt. Na gut, okay, dann eine andere. Hat sich doch nochmal stark verschoben gerade der Kreis, habt ihr gesehen? Eine österreichische Map, eine DDR auch. Oh, schöne DDR-Map. Oh, ja. Hatte ich gerade Grafikfehler rechts von mir. Ich war gerade auf der Rendern, aber war nix. Und es hat so gezittert, das Bild. Die Tür. Ja, ist überall auf. So, wo hatte ich mir denn die Markierung gesetzt? Ja, die kann ich eigentlich noch ein Stück weiter setzen. Am besten hier hin wahrscheinlich. Seht ihr noch meine Markierung? Nee, ne? Das dann nicht mehr. Blaue? Nee. Ja. Oh, es scheppert. Oh, da oben. Ach, ist das schön. Das ist mit Daisy Mod Vergleich, ja? Ja. Hinter die Auto! Was knapp. Oh, ich war voll. Oh, dann hast du dreimal gehört. Ja. Ach, da. Jetzt jagen sie die. Ich hab da mehr getroffen. Die in dem Haus auch gehalten. Hab wieder auf Einzelschuss gestellt. Da ist einer rein. Hab den auch. Aber ich weiß nicht, ob ich getroffen habe gerade. Oder? Ausgenockt. Ausgenockt. Aus 1 HP, halt ich. Ja, 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 ich bin dabei.
Alter. Da ist einer drinne. Ja, ich hör's. Ich komm da nicht rüber. Großen Updates kommen wir zum ersten. Ne, das wollen sie ja jetzt auch ändern, ne? Weil ich halt. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, weil sie nicht mehr hinterherkommen. Sind die da im Auto? Ist das das Auto? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja, ja, aber die sind gerade durchgefahren. Warte mal, ich muss mal gucken. Zwei Stück habe ich ausgenockt, aber wollten sie die nicht retten oder was? Hier ist das Auto. Also waren es die, ne? Ja, das ist ja merkwürdig. Ich warte hier, oder? Da war eine Flash. Ja, die ist fast kaputt. Ja, ja, das weiß ich. Die jagen mich gerade. Ja, ist auch so. Jetzt werden sie wahrscheinlich drin sein. Ja, da ist einer hier vorne. Aber guck mal, mit dem Helm bin ich richtig geil. Richtig geil safe hier. Ich sehe aus wie ein Stein. Alter, ich bin voll in der Mitte, der Mitte, der Mitte. Echt in der Mitte. Es leben noch etlich viele auf. Ja. Selten. Rechts rum kommt einer. Ah, scheiße, links von mir. Links von mir, Mist. Ach, schade, tut mir leid, Leute, nur 16. Platz. Fuck, machen wir noch eine, ne? Oder geht ihr jetzt Bubu machen? Nein. Schlafen. Na!